Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Part von Jurassic World Evolution. Bei unserem letzten Part haben wir es endlich geschafft, wieder uns davor zu kämpfen, wo wir eigentlich schon gestern waren. Beziehungsweise bei ein paar Parts davor, bevor ich die Neustadt hier, gewagt habe. Ja. Wir werden jetzt da weitermachen, wo wir beim letzten Mal versagt haben. Und das ist das Einflößen der Medikamente der Pflanzenfresser. Denn das Problem war, ich hatte plötzlich kein Geld mehr. Der Grund war, ich hatte die Dinosaurier, die ich freigelassen hatte, die Stigimoloch, hatte ich plötzlich draußen rumlaufen lassen. Und das war dann immer in Gefahr für die Gäste. Und die Gäste wollten dann kein Geld mehr geben. Und so fahren sie dann... Oh nein, jetzt rennen sie da hin. Jedenfalls so waren die Gäste dann schließlich diejenigen, die dafür bezahlen mussten. So, aber soweit sieht es, muss ich einfach mal sagen, auch ziemlich gut aus. Ich meine, wir haben jetzt eine ziemlich fixe Einnahmequelle, die fix ist. Jetzt sind nämlich die ganzen Tiere hier alle dran. Und ich denke auch, je mehr das dann sind, die daran arbeiten, verbraucht zwar auch mehr Geld, aber was soll man machen? Ich meine, wenn ich selbst mache, dann ist der Schütze zu behindert, um selbst zu schießen. So sind sie an sich auch schon recht behindert. Aber wir haben uns zumindest schon um 10 Dinosaurierarten gleichzeitig gekümmert. So, wie sieht's hier jetzt aus? Eigentlich so weit so gut, ja. Schießt sie an, dann sind sie behandelt. Und je länger ihr braucht, desto mehr sterben. Mehr brauche ich eigentlich nicht sagen, oder? Das Ding ist, die Betäubungsfeinde sind noch sehr teuer. Habe ich immer das Gefühl. Denn ich habe nämlich schon sehr oft gemerkt, wie die dann mein ganzes Geld verballert haben. Das Gute darin ist allerdings, dass wir zumindest eine feste Einnahmequelle dadurch haben, dass wir diese 4 Gehege jetzt hier haben. Nämlich das Anfangsgehege und die beiden und die 3 Fleischfresser. Das heißt, unsere Preisrechnung hier bleibt so ziemlich konstant. So. Ranger füllt auf. Füllt auf? Warum füllst du auf? Ich habe dir doch eigentlich gar nicht gesagt, du sollst auffüllen. Verstanden. Aber wir tasten uns langsam ran. Die beiden Stigimolochs, die in dem Gehege wohnten, wohnen jetzt auch hier. Der Stegosaurus ist auch allmählich bereit, die Welt anzutreten. Die Gallimimus hier können. Alter, diese Linien! Aber ich finde es jetzt gut. Also jetzt finde ich das wirklich gut. Die Brachiosaurier sind auch gerade scheinbar geheilt worden. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Denn dann werden wir nämlich auch endlich genug Geld haben, um zumindest diese 3 Brachiosaurier, die sowieso noch dann eine Herde brauchen, zu retten. Also nehmen wir gleich alle 3 auf einmal mit, würde ich mal sagen. Anders will ich das nicht machen. Wirklich nicht. So, nein, falsch.
sieht inzwischen aus. Die Dinger sind immer noch voll. Der kehrt zur Basis zurück. Der kann hier gleich mal weitermachen. Das ist noch einer. Der ist krank. So, dann sind jetzt die Stegosaurier dran. Zwei von denen habe ich schon behandelt. Drei bleiben noch übrig. Die haben sich alle da hinten zurückgezogen. Der hier ist auch noch nicht markiert worden. Das habe ich gleich mal geändert. Damit auch die wilden Dinosaurier hier. Moment mal. Oh nein, der rennt runter. Diese Gallinus hier sind an der falschen Stelle. Wir wollen die nicht zu nah an die Gehege kommen lassen. Und die sind schon fast zu nah. Nur, dass ihr behandelt seid, heißt noch lange nicht, dass ihr da unten hinkommen könnt. Ist das klar? Ich muss sie wieder umsiedeln. Ich habe keine andere Wahl. Denn wenn ich die jetzt nämlich nicht umsiedle, guckt euch das an. Der läuft da einfach so schnurstracks jetzt zum Gehege zu. Das darf nicht sein. Die werden in Gefahr für die Gäste und dann bekomme ich wieder kein Geld mehr. Vor allem jetzt, wo sie in Panik sind. Hallo, Toast. Nee, Baryonyx ist da. Na, wie fühlst du dich? Scheint ja wohl so gut zu gehen wie noch nie. Das finde ich irgendwie sehr schön. So, das nehme ich diese Vieri hier. Die kommen jetzt hier hinten hin. Das ist genauso wie bei russischen Bären. Russische Eisbären wagen sich gern mal in Dörfer. Und Russland ist ja teilweise auch Polargebiet. Und wenn man in Russland auf einen Eisbären trifft, dann dürfen sie ihn betäuben und woanders hintragen, wo die zum Beispiel nicht so viele Menschen haben. Dann werden die wirklich extra in ein abgesondertes Gebiet gesetzt, wo sie dann niemanden schaden können. Genau das hier mache ich hier auch. Auch wenn Gallinimus, beziehungsweise, ist Gallinimus, Strutis? Strutis. Egal, ob Strutis oder Gallinimus, sie können jedenfalls dadurch keinen Schaden anrichten. So, wie ist das jetzt mit den anderen? Die schaffen es irgendwie nicht. Die haben irgendwie immer noch mit den anderen Strutius zu tun. Die ersten Viere sind nach unten abgehauen und werden jetzt umgesiedelt. Soweit, so gut. So, dann kann ich mal hier auch den hier markieren. Und den hier markieren. Das ist so rübüssel-büssel. Komisch ist. Also, weil die flüchten auch alle in die Bäume. Ich helfe euch mal so ein bisschen. Ich reiß die Bäume ab. Wenn die wieder nachwachsen, nö, kein Problem. Aber jetzt brauchen wir diese Fläche hier. So, jetzt müssen es besser können. Sieht gut aus. Ranger 3 ist nämlich wieder hier zurückgekehrt. Und hier gibt es wirklich nur noch den und den und den. So, kann ich hier auch noch mal was wegmachen? Ja, kann ich. Aber das wird jetzt denen nicht nützen, sich da zu verstecken. Meanwhile, I have $7 million for the healing of the dinosaurs. So. Kann ich ja noch Sandbox-Einstellungen machen oder sowas?
Einstellungen. Wie ist denn das mit dem Tag-Nacht-Wechsel? Kann ich nicht steuern. Scheinbar nee. Aber es ist egal. Die sind immer noch hier ran, die zu behandeln. Der gibt auch gerade den letzten Dinosaurier mir die 10. Wenn der das geschafft hat, dann kann er hier oben weitermachen. Ja, sind nämlich die ganzen Parasaurolophus untergebracht. Para, Apato, ba. Bestätigt. Aufgabe erhalten. Da kann ich dann auch die anderen hier alle ransetzen. Zumindest sich um die Apatos zu kümmern. So. Bestätige Aufgabe. Denn dann kommen nämlich genau die zum Einsatz. Tja, klar. Wie die das machen, die umzingeln den einfach mal. Dann können sie den gleich doppelt beschießen. Ihr müsst euch nur ein bisschen heilen. Sonst nichts. So. Oh nein, nein! Die sind schon wieder da unten. Die sind schon wieder da unten. Digimoloch kommt denen hinterher. Verstanden. So nicht! So machen wir das, so hat man. So hat man keinen. Das war nicht unsere Abmachung. Ich hab euch nicht umsonst da angesiedelt. Aber die sind wahrscheinlich vor Panik da abgehauen. Das ist scheiße. Jetzt sind sie eine Dinosaurier-Bedrohung. Am liebsten würde ich die jetzt alle nehmen und alle verfüttern, aber es wäre scheiße. Es wäre böse. Es wäre wirklich böse. Heilen Sie die Atemwegserkrankung von ganz vielen Dinosauriern. Ich meine gerade jetzt oder so. So, wer sind da noch? Keiner mehr. Diese Gallis, die zur Bedrohung werden. Hier rundherum ist auch keiner mehr. Nö, sind alle betäubt. Bis auf der eine, der wird jetzt aber noch hinterher betäubt. Bäume. Die Bäume sind das Problem. Dieses Ranger-Team ist wieder angekommen. Bestätigt. So, bei Toast und bei den anderen muss nachgefüllt werden. Da kann es sich mal darum kümmern. Bevor es weitergeht. Ich kümmere mich dabei wieder um die ganzen Tiere, die hier runtergeflohen sind. Die sind einfach viel zu neugierig. Ich siedle die hier an. Mehr kann ich nicht machen. Also sind ziemlich schnell wieder hergekommen. Das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Dabei habe ich da schon das Pflanzenfresser-Dingsbums weggemacht. Da unten. Damit es extra nicht dazu hinkommt. Oh nein, du musst auch hier betrogen. Warum jetzt? Produkt wird eingesammelt. Produkt in der Luft. Wer ist jetzt zur Dinosaurierbedrohung geworden? Das ist jetzt die Frage. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das kann
kann nur einer sein, der mir noch wach ist. Oder einer, der schläft. So. Dahin. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Produkt wurde eingesammelt. Und da hieß es. Okay, sie werden weggetragen, das ist gut. Da ist die Insel zumindest für den hier schon erhöht. Ist die wieder sicher. So. Kannst hier nachfüllen, hier nachfüllen. So, dann würde ich einfach mal sagen, nachdem das alles passiert ist, würde ich einfach mal sagen, kommen jetzt die nächsten Dinosaurier alle zum Einsatz. Wer ist hier noch zu sehen? Der da, der da, der da, der da, der. Produkt transportiert. Dann sind hier noch ganz viele im Wald. Das verhindere ich mal. Weil im Wald können die nichts machen. Ja. Der da. Der da. So, das müssten jetzt zumindest hier alle sein, hoffe ich. Nee, 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 nee. Produktzustellung bestätigt. Und das Beste ist, wir haben immer noch genug Geld. Das freut mich. Das Allerguteste ist, diese Dinosaurier hier sind groß genug, dass man die mehrmals treffen kann. Und das hat sich hier gerade auch bewiesen. Der Corythosaurus ist so gut wie geheilt. Genauso wie alle anderen Dinos hier. Hoffentlich sterben die nicht bald. Habe ich sogar extra aufgeräumt, dass man hier extra sehen kann, welche Dinosaurier man hier hat. Dieser Dinosaurier hier ist so betrogen geworden, weil... Jo. Er ist auf einem Weg. Sobald sie einen Weg ansteuern, ja, werden sie zur Gefahr. Jetzt sind die Triceratops dran. Und die Aris. Kein Problem. Bestätigt. Bestätige Aufgabe. Lege weitere Aufgabe fest. Sind es noch 18 Tiere, die hier. Ranger Team ist fertig. Ranger Team nicht fertig ist. Ranger Team Ankylosaurus behandeln muss. Die anderen habe ich ja alle schon jetzt angeklickt. Oh, jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich wirklich happy, dass ich neu angefangen habe. Denn jetzt läuft nämlich alles viel besser. Keine Hektik. Kein Stress. Alles Hakuna Matata. Es wird nämlich auch Zeit. Denn uns läuft nämlich allmählich die Zeit davon.
sonst noch jemand? Bäume zum Löschen. Cool. Warum ist denn wieder... So, da können sie nämlich dann noch weiter suchen. Die Dinosaurierbedrohung ist hier. Die Stegosaurus sind zwar hier am Rand zu sehen, aber das ist noch nicht gefährlich. Die Gallis und die Struthius in der Stigimoloch sind hier auch untergebracht. Das ist auch gut. Der Alpha wird gerade gejagt. Der Parasaurolophus ist im Wald verschwunden. Ich habe hier ein bisschen abgeholzt, aber keine Sorge, Bäume wachsen nach. Und diese Bäume werden dann durch den Vulkan sowieso alle dann verbrennen. So schade es auch ist. Oh, das ist schlimm mit den Wäldern. Lauf! Hast du deine andere Sauton? Fünf. Wald. Langsam hasse ich den Wald. Du kommst nicht in den Wald. Jetzt muss ich sie alle. Aufgabe erhalten. Toll, ich fäng das schon wieder an rum zu glitschen. Seht euch das mal an. 4. Einverstanden. Kein Problem. 3. Zwei, gleich kommen zwei. Zwei. Piu, 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 piu. Eins. Und jetzt ist er total eingeengt. Der Triceratops hier, der hat verloren. Ballon! Los, ballon ihn ab! Und er ist geheilt. Ich wusste, dass auf sie Verlass ist. Die Dinosaurier sind bereit. Leider haben wir nicht genug Transporthelikopter, um alle Dinosaurier mitzunehmen. Wirklich? Wir wussten um diese Möglichkeit lange, bevor sie eine zweite Chance auf Isla verlangt haben. Ich mag keine schweren Entscheidungen,
Aber Sie, Claire, fordern sie geradezu ein. Und jetzt sind wir hier. Also retten Sie Ihre Dinosaurier. Das war also auch nur ein weiteres leeres Versprechen von Cabot Finch. Egal. Wir retten so viele wie möglich. Hören Sie, Claire, mir sind die Hände gebunden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Sibo so schnell ausbrechen würde. Aber immerhin können wir ein paar von ihnen retten. Wir sollten wenigstens auf die Vielfalt achten. Bitte versuchen Sie, eine Vielfalt an Dinosauriern zu retten. Die Wahl liegt jedoch bei Ihnen. Und die anderen überlassen wir ihrem Schicksal, so weh mir das auch tut. Es tut mir leid, aber so ist die Situation nun einmal. Einige Dinosaurier werden erneut aussterben. So traurig. Wenn ihr wissen wollt, wie welche Dinosaurier leben werden oder welche sterben, schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut, Leute. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.